Nein. Habe ich. Kommt's Echo. Nein, und zwar, ich habe mich mit David darüber auch schon tatsächlich unterhalten in Prag. Weil er würde ja dann wahrscheinlich die Classic Physik spekulieren. Und da fehlen ihm ganz klar die Beine für das Volumen der Beine. Dass er hart wird und dass er in Form kommt, aber das wäre zu abgeschlagen alles. Das würde sich irgendwo maximal am Ende der Top 10 oder dahinter bewegen, die Platzierung, und da wäre er genau wieder da, wo er wäre und würde nicht glücklich sein, glaube ich. Dass es ihm in den Finger juckt und dass er, das glaube ich sogar, dass er das gerne nochmal, dass das Herz noch da ist. Ne, das ist ja bei vielen, ist ja da irgendwann der Kopf oder das Herz nicht mehr da. Und dann, aber er hat, glaube ich, er war noch nicht fertig mit seinem Projekt. Aber ich denke nicht, weil die Jungs haben sich auch weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass er sich damit einen Gefallen tut, weil er ist ja jetzt auch in der Zeit nicht jünger geworden. Sicherlich konnte sich der Körper mal ausruhen und konnte, aber die Vergangenheit hat auch gezeigt, Leute, die so lange raus sind, ist ganz, ganz schwer, den Anschluss zu finden. Dann, ich würde seinen Namen so stehen lassen, wie er gegangen ist. Und er hat einen guten Namen hinterlassen in seinem Sport, auf jeden Fall. Ich achte ihn auch als Athleten. Ich komme auch so, also in Gesprächen, wir verstehen uns wunderbar. Ich finde, es ist ein angenehmer Zeitgenosse, der konsequent ist in seinen Sachen, die er macht, egal ob im Sport oder anders. Damit kommen wahrscheinlich viele wieder nicht klar. Aber ich würde ihm das, wenn ich sein Freund wäre, würde ich ihm abraten. Wir haben ja ein Video gedreht da auf seinem und meinem Channel darüber, dass er will auf die Bühne zurück, also er will was machen, das meint auch ernst, aber ja, Classic Physik. Weil nach 2012 habe ich gesagt, habe ich ihm abgeraten, weil die Apparate, die da gerade vorne rumtun, da ist kein Rankommen. Das schafft er einfach nicht mehr. Die sind zu perfekt und das sind ja richtige kleine Monster. Ne? Weil gerade der jetzt auch Mr. Olympia geworden ist. Und och, also da kommen schon ganz schöne Apparate angelaufen. Ne? Und dafür, ich glaube, dafür, das weiß Steve aber auch. Und deswegen der Move in die Classic Physik, das wäre nochmal ein Versuch. Einfach aus dem Aspekt hin, weil Steve ist Vollblut-Bodybuilder mit Leib und Seele, weiß er selber. Er ist anders gestrickt und anders strukturiert wie jetzt andere Leute vielleicht. Steve hat nur das, glaube ich. Und deswegen soll er da auch so lange wie er kann seine Energie reinstecken. Und wenn er dann mal was Neues versuchen will, er versucht ja nicht in eine Klasse höher zu gehen. Er versucht ja eine Klasse tiefer zu gehen. Obwohl, er kann schwerer sein, glaube ich. Ne? Er könnte schwerer sein als in der 212, das stimmt. Ja, linientechnisch muss man gucken. Ich denke, wenn er sich in Unterstützung holt in Form von einem Vorbereiter, dann kommt er nochmal richtig gut in Form, weil es geht jetzt wieder bergauf mit ihm. Mental wird er wieder stärker. Also konnte ich tatsächlich so sehen oder so erkennen, dass es ihm täglich oder wöchentlich besser geht. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht oder eine gute Leistung. Dass er aus diesem Loch raus ist, aus diesem Sog, den er da letztes Jahr hatte. Das war ja wirklich, er war ja richtig schwer krank gewesen, also psychisch erkrankt. Keine Ahnung, Depression, Burnout. Du weißt selber, wie es ist. Social Media, der Leistungsdruck, Wettkampfleistungsdruck, das permanent über Jahre, das hinterlässt seine Spuren und irgendwann ist man ausgebrannt und dann, ja, dann hat es den Schalter umgelegt und dann war Feierabend. Und da rauszukommen jetzt wieder, er hat sich auch Hilfe geholt und gemacht. Also er hat alles versucht, um wieder jetzt die Situation zu schaffen, in der er jetzt ist. Und er ist jetzt in einer sehr guten Situation. Und es geht wirklich bergauf und da freue ich mich für ihn. Und deswegen soll er seine Wettkampfambitionen einfach nachkommen. Weil es tut ihm gut. Es ist für ihn, es tut ihm gut. Er weiß, dass er keinen ersten Platz macht, aber es tut ihm gut. Und wenn dir das gut tut, warum nicht? Ist wieder genau. Eigentlich eine komplett andere Situation zu David Hoffmann. Ne? Weil David hätte zu viel zu verlieren, glaube ich. Steve hat, glaube ich, nichts zu verlieren. Er kann nur gewinnen, weil er wird immer Sympathieträger bleiben
Und egal wie sein Projekt, das wäre ja ein Projekt, David würde ja in derselben Klasse bleiben. Steve versucht ja ein neues Projekt. Ich glaube, das ist ein, und dann ist es komplett verschieden zu betrachten, die beiden Comebacks, nenne ich es immer. Ne, im Gegensatz zu David, der ja ein bisschen nachhaltiger gelebt hat und sich ein paar Sachen angeschafft hat, auf die er, oder für die er Verantwortung trägt. Familie, Jim, keine Ahnung, dies, das, jenes. Und Steve lebt ja dann mit seiner Vorbereitung oder mit seinem Sport. Das ist alles. Also das ist schon ein Unterschied. Und das ist jetzt auch nicht negativ zu betrachten. Im Gegenteil, jeder macht sein Ding, so wie er sich wohlfühlt. Das ist das Schlauste, was man machen kann. Sich nichts aufzwingen, sondern so, dass man persönlich sich wohlfühlt und sagen kann, passt genau für mich, ist mein Ding, habe ich Spaß dran. Ich denke mal, das ist wichtiger als auf Krampf, irgendwelche Nachhaltigkeiten künstlich zu produzieren, sagt der Junge von der Straße. Ob es schlau ist, ist eine andere Frage, aber ich denke mal, es muss alles mit Spaß und Freude einhergehen. I don't see a waterfall. You want to verarsch me or what though? There's a waterfall. I don't see any waterfall. Big waterfall. Small waterfall. What's this here? We like it big. Mr. M like it big. Come on. What's this?